Ich bin Helga Kluth, wohne hier mit meinem Mann auf dem Bauernhof in Klein-Kursdorf. Ich bin 74 Jahre alt, aber immer noch bereit für was Neues. Bereit für Neues. Hier ist euer Advents-Special im Podcast mit Herz und Haltung. Jeden Tag mit jungen oder alten Menschen, die trotz aller Corona-Schwierigkeiten im Advent 2021 sagen, jawohl, wir sind bereit für Neues. Herzlich willkommen, schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Tja, und heute sind Helga und ihr Mann Hans-Dieter dran. Die beiden sind zwei der gerade mal 145 Einwohner von Klein-Kursdorf. Bei Glauchau. Ja, wir leben seit rund 20 Jahren hier. Dieser Bauernhof gehörte einmal meinen Schwiegereltern, die zu DDR-Zeiten den Osten verlassen haben und geflüchtet sind in den Westen. Ihren Platz haben sie dann gefunden im Odenwald, wo ich da auch meine Frau Helga kennengelernt habe. Nach der Wende haben wir diesen Hof wieder zurückbekommen und haben versucht, ihn wieder aufzubauen und zu erhalten. Und wohnen jetzt fest hier? 12 Jahre. Die ersten 12 Jahre sind wir gependelt, das Wochenende oder je nachdem, wie die Zeit war. Und haben hier Einsatz gemacht, alles wieder halbwegs in Schwung zu bringen. Und sind dann, wie wir in Ruhestand gegangen sind, 2004, ganz hierher gezogen. Hans-Dieter und Helga Kluth haben uns ihre Antworten auf die drei hoffnungsvollen Adventsfragen geschenkt, die wir jeden Tag hier unseren Gästen stellen. Und hier sind die Antworten der beiden. Ach so, bitte nicht wundern, mittendrin geht der Boiler los und macht ein bisschen Lärm. So ist es halt manchmal. Und jetzt viel Spaß. Was gibt's Neues? Das Neue ist, dass wir unsere Tätigkeit hier landwirtschaftlich, Tierhaltung, Schlachtung und Bewirtschaften der Agrarflächen eingestellt haben und uns jetzt zurückziehen wollen in den Ruhestand. Echter Ruhestand, ja. Ja, wir werden unser Umfeld, unseren Wohnbereich und den Hof und Garten und alles, was dazu gehört, weiter bewirtschaften. Aber so, dass es für uns noch machbar ist und die großen Flächen mit Ernte und Tierhaltung und im Winter Schneeräumen, im Sommer mähen, Wiese versorgen, Felder versorgen. Das geht auf Dauer nicht in unserem Alter. Und deswegen müssen wir uns Gedanken machen, frühzeitig jetzt, wie wir klarkommen, wenn es mal körperlich nicht mehr funktioniert. Ich habe damit kein Problem. Ja, eigentlich befreit. Denn wenn einer von uns mal ausfallen sollte, gesundheitlich, das ist einfach nicht mehr zu bewältigen. Ob Sommer oder Winter, ist egal. Es hängt so viel außenrum dran. Ja. Ja, so versuchen wir jetzt Stück für Stück Ordnung in unser Leben zu bringen. Was heißt Ordnung in unser Leben zu bringen? Aber wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger, der den ganzen Hof übernehmen tut. Wir aber noch die letzten Jahre hier weiterleben können und nur noch den Garten und den Hof versorgen. Worauf bereitest du dich vor? Ich mache mir Gedanken, dass wir oder einer von uns mobil bleibt, dass wir uns hier auf dem Land weiterhin selber versorgen können, möglichst lange selbst Auto fahren können, auch wenn es kurze Wege sind, nur bis Glauchau, einkaufen, Apotheke und so weiter, auch wenn wir Unterstützung hätten, ist es immer ein sicheres Gefühl, wenn man selbst noch das Nötigste für sich tun kann und zurechtkommt. Denn sonst ist man hier aufgeschmissen. Hier gibt es kein Geschäft und öffentliche Einrichtung oder irgendwas. Wir müssten dann jedes Mal erst 2-3 Kilometer laufen bis zur nächsten Bushaltestelle. In den Bus wegzukommen wäre kein Problem, aber wenn man zurückkommt bei uns im Nachbarort, sind wir darauf angewiesen,
dass man berghoch müssen, der ziemlich steil ist, was dann bepackt oder mit einem Einkaufswagen oder was man hat, auch nicht mehr möglich wäre. Und ja, das Wichtigste eigentlich ist die Mobilität, um hier... Dass die erhalten bleibt. Ich glaube, soweit alles gesagt. Dieses Loslassen, andere machen lassen und sich auf eine kleine Ecke, gemessen an dem Ganzen, was es mal war, zurückzuziehen und das so lange wie möglich noch ein bisschen Garten zu machen und ein bisschen Treibhaus und mein Fischteich noch und solche Dinge eben. Ja, wir haben hier ein ausgefülltes Leben. Bei uns kommt nie Langeweile auf. Auch jetzt während der Lockdown-Zeit hatten wir null Probleme. Für uns hat sich nichts geändert. Wir können uns so kreativ überall betätigen und haben auch immer noch neue Ideen. Und solange das funktioniert, denke ich, ist man zufrieden und hat keine Probleme. Das Wichtigste ist, gesund zu bleiben, solange es möglich ist, sich gegenseitig zu helfen. Ja, und dass wir uns gemeinsam ergänzen und versorgen können. Und worauf hoffst du? Das war bei mir schon so, wie ich sehr krank war, dass gar nichts mehr ging, dass mein Mann mich dann voll unterstützt hat. Und auch jetzt, die letzten Monate, bin ich froh, dass ich ihn versorgen konnte und dass wir nicht auf fremde Hilfe angewiesen waren. Und solange das funktioniert, sind wir zufrieden und hoffen, gemeinsam noch einige Jahre hier leben zu können, dass alles so bleibt, wie es ist. Mehr wünschen wir uns nicht. Wir können uns leisten, was wir brauchen. Wir leben gut. Wir brauchen nicht frieren. Wir hoffen, dass unseren Kindern auch gut geht, dass sie gesund bleiben. Was will man mehr? Ja, den Nachfolger, den wir uns wünschen, den müssen wir erst finden, weil wir viel selber eben noch wieder nützen wollen, wie den Hof und auch gebäudemäßig, weil wir viel abzustellen haben. Meine Helga hat über 200 Blumenkübel im Sommer draußen stehen, die im Winter versorgt werden müssen und irgendwo frostfrei untergebracht werden müssen. Und dafür brauchen wir auch Fläche. Und das muss jemand sein, wo es halt passt. Ja, und wir möchten auch weiterhin frei leben können, uns bewegen können. Das ist nicht so einfach, das Passende da zu finden, ne? Es muss einfach passen. Ja. Dass man sich zu Hause wohlfühlt und dass man ein gutes Einvernehmen und Miteinander hat. Das ist eigentlich das Wichtigste. Dankeschön an Hans-Dieter und Helga Kluth aus Klein-Kursdorf. Übrigens, Schwester Elisabeth Muche war bei den Kluths zu Besuch und sie bestätigt, dass die Helga und der Hans-Dieter kaum Langeweile kennen. Als Elisabeth da war, war gerade Besuch raus und während sie da war, kam ein Bekannter unangekündigt, setzte sich, aß ein Stück Stollen, ging wieder und schon kam der Nächste, trank ein Bier und so ging das die ganze Zeit weiter. Ich glaube, so bleibt man wohl tatsächlich bereit für Neues. Das Adventspecial ist eine Kooperation der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen mit Statio, der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig. Und zu unserem Team gehören neben Schwester Elisabeth Muche natürlich Falk Hamann und Jan-Michael Langkamp. Ich bin Daniel Heinze und wir alle freuen uns auf eure Rückmeldungen zum Podcast, am besten per Instagram, Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie www.lebendig-akademisch.de. Weihnachten steht unmittelbar vor der Tür. Zwei Ausgaben dieses Adventspecials haben wir aber noch für euch. Deswegen schönen Tag heute und bis morgen.